Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Challenge Run und zwar dieses Mal The Pokémon Feuerrot schon mit einem Karpador und das ist definitiv nicht gerade das stärkste Pokémon. Es ist ein reines Wasser-Pokémon mit einer Basiswertsumme von 200. Das bedeutet, es ist nur 20 Punkte stärker als Sonnenkern, das schwächste Pokémon aller Zeiten. Und ganz wichtig, Freunde, die Initiative von Karpador liegt bei 80. Das heißt, 80 von 200 Punkten sind in der Init, einem Wert, der komplett irrelevant ist, wenn man ohnehin überleveln muss. Und das muss Karpador definitiv. Das bedeutet, effektiv ist dieses Pokémon deutlich schwächer als Sonnenkern. Und es hat beispielsweise einen physischen Angriff von 10, obwohl es nur physisch angreifen kann. Das ist absolut unspielbar schlecht, aber ich werde trotzdem versuchen, das Maximale aus dem Pokémon rauszuholen. Und es wird auf jeden Fall eine heftige Herausforderung, mit unter anderem einem KP-Wert von 20. Und die einzigen Attacken, die Karpador lernen kann, sind Platscher auf Level 1, Tackle auf Level 15 und Dreschflegel auf Level 30. Das bedeutet, ich werde zu Beginn des Runs hier nicht mal einen Schadensmove haben. Und TMs beispielsweise kann Karpador in keinster Weise lernen. Das ist schon wirklich, wirklich bitter. Und ja, das ist auch der Grund, warum dieses Pokémon hier in der ersten Generation nicht gerunnt werden könnte, denn es wäre unmöglich, Geister zu besiegen. Man hätte keinen Move, der Geister verletzen kann, denn der Zweifler war in der ersten Generation noch Typ Normal. Und Pokémon in der ersten Gen konnten ihre AP nicht verbrauchen, das bedeutet, BP-Stall beispielsweise war auch nicht denkbar. In der dritten Gen, bei den Remakes allerdings, kann man das zumindest probieren und das will ich heute auch machen. Denn in der zweiten Generation beispielsweise habe ich Karpador ja schon mal ausprobiert und das Video kann ich euch auch mal verlinken. Wie auch immer. Das sind meine Regeln, ihr wisst Bescheid, Freunde, das sind dieselben, die ich immer anwende für meine One-Pokémon-Runs, also wenn ihr meine Runs schon mal geschaut haben solltet, werdet ihr diese Regeln hier vermutlich auch schon mal gesehen haben. Denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich derzeit regelmäßig livestreame. Ich habe nach wie vor ein sehr, sehr großes Stream-Projekt am Laufen, von daher kommt gerne mal dazu. Wir sind mittlerweile über Tag 50, also schaut sehr gerne mal vorbei und lasst uns sehr gerne hier ein Abo da. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben. Also seid schon mal sehr gespannt, was ich da so geplant habe. Ich habe noch einiges vor, aber gut. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Run und ich kann euch eine Sache sagen, mit Karpador einen Run zu spielen, ist mir das anstrengendste, was man überhaupt testen kann, was von Pokémon Runs angeht. Also es gibt kaum was Schwächeres. Und wir starten natürlich auch heute mal wieder mit, da war meine Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal entschieden, hier meinem Rivalen ein Bisasam zu geben, damit er später ein sehr, sehr mächtiges Bisaflor haben wird, was mich sehr effektiv angreifen kann. Es ist aber nicht mal das Schlimmste. Er wird später auch noch dadurch halt ein Vulcano und ein Gyarados besitzen, beide mit der Fähigkeit Bedroher, was meinen physischen Angriff senken kann und dagegen kann ich nichts unternehmen. Es wird diesen Run hier nochmal deutlich schwieriger machen, als die sehr effektiven Angriffe von Bisaflor. Das sollte man niemals unterschätzen, das ist wirklich ziemlich gemein, aber dazu später nochmal mehr. Ich habe aber auch beim Starter-Pokémon auswählen darauf geachtet, ein gutes Wesen zu bekommen und ein hartes Wesen, was dir den physischen Angriff pusht, ist definitiv die beste Option. Umbenannt habe ich mein Pokémon dieses Mal nach meinem Zuschauer Dennis und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es auch schon los hier mit dem ersten Rivalen-Battle und ich habe natürlich nur Platscher, das bedeutet, ich habe überhaupt gar keinen Schadensmove und kann deswegen gar nicht vernünftig antreten. Platscher macht wirklich überhaupt gar nichts. Man kann das 40 Mal einsetzen, es wird absolut keine Wirkung haben, egal was man macht. Das bedeutet, man verschwendet einfach nur Runden und wird ab und zu vom Gegner angegriffen und ist dann besiegt. Und es gibt keine Möglichkeiten, vor diesem ersten Rivalenfight hier in irgendeiner Weise die eigenen AP zu verbrauchen. Das bedeutet, der Kampf hier ist definitiv verloren. Der Gegner wird doch nicht irgendwie 30 Mal auf Heuler gehen oder so. All das kann man vergessen. Dieser Fight hier ist definitiv nicht für einen Menschen gewinnbar. Also alles andere würde mich doch extrem wundern. Dementsprechend muss ich hier schon mal die erste Niederlage einstecken, aber ich habe auch mit nichts anderem gerechnet. Die Frage war jetzt nur so ein bisschen, wie zur Hölle komme ich an XP? Und da gibt es natürlich einen kleinen Ausweg und zwar Kukunas. Es gibt im Bertania-Wald tatsächlich Kukunas und die können halt nur Hertha spammen. Das bedeutet, es ist möglich gegen diese Kukunas hier alle AP vom Platscher zu verbrauchen. Und dann kann man theoretisch, nachdem man das gemacht hat, anfangen, andere Pokémon zu klatschen über Verzweifler. Und das ist der einzige Weg bei diesem Run hier, auch nur ansatzweise an Erfahrungspunkte zu kommen. Und eins könnt ihr mir glauben, Freunde, es dauert eine ganze Weile, 40 Mal Platscher einzusetzen gegen ein verdammtes Kukuna. Und damit Verzweifler zu trainieren, ist doppelt bitter, weil die Attacke logischerweise Rückstoßschaden macht und das heißt, naja, dass man halt nur ein paar wenige Kills machen kann, bevor man sich wieder heilen muss, aber wenn man sich heilen sollte im Pokémon Center, sind auch die AP wieder voll.
Es ist also unbedingt notwendig, so viele Tränke sich zu kaufen, wie es geht und noch ein paar in der Overworld aufzusammeln, damit man halt einfach möglichst wenig sich heilen muss, beziehungsweise damit man sich sehr viel Zeit spart. Das kann ich definitiv jedem empfehlen, der diesen Run hier ausprobieren möchte. Und danach ist dann eine weitere Sache ziemlich wichtig, und zwar sollte man auf gar keinen Fall anfangen, dann alle möglichen Kokunas zu besiegen, nur weil die sich nicht wehren. Das ist absolut dämlich. Denn Karpador kann diesen Run hier nur ernsthaft probieren, wenn seine EVs gemaxt sind, und deswegen ist es wichtig hier, möglichst Raupis zu klatschen, die einem KP-EVs geben, die wichtig werden, wenn man später Attacken tanken möchte oder Verzweifler einsetzen möchte. Das ist definitiv eine sehr, sehr gute Entscheidung. Sobald man allerdings irgendwann mal Level 15 erreichen sollte, wird man Tackle bekommen. Und damit ist das Grinding dann deutlich, deutlich angenehmer. Es dauert aber nach wie vor eine ganze Weile. Und Karpador macht mit Tackle einfach verdammt wenig Schaden. Das ist fast schon peinlich. Aber ihr habt ja auch eben den Angriffsstat gesehen. Der ist halt einfach ziemlich furchtbar. Und wenn man dann irgendwann fertig ist damit, insgesamt 252 Raupis besiegt zu haben, sollte man später anfangen, auch 252 Mankeys zu besiegen, um den Angriffs-EV-Stat auszumaxen. Das ist ebenfalls ziemlich wichtig, weil wie gesagt, ich kann nur physisch angreifen und das ist mit der wichtigste Stat des gesamten Runs zusammen mit den KP, weil die Initiative beispielsweise ist ja so hoch, dass ich ohnehin alles outspeeden werde im gesamten Spiel, wenn ich überleveln muss. Und das wird mit Karpador definitiv notwendig sein, also naja, den Angriffsstat hier auszumaxen ist das Beste, was man noch tun kann. Und die restlichen EVs, die da noch übrig sind, kann man investieren in die Verteidigungswerte, indem man beispielsweise einfach Kokunas besiegt. Und ich würde sagen, dann hat man zusammen mit dem harten Wesen das optimale Karpador für einen solchen Run. Man könnte jetzt noch die DVs resetten beim Starter-Pokémon erhalt, aber das ist bei meinen Runs verboten, von daher habe ich das nicht gemacht. Zumal es praktisch ausgeschlossen ist, perfekte DVs zu bekommen und dann könnte niemand diesen Run hier nachspielen, was doch sehr schade wäre. Und wenn man dann tatsächlich irgendwann mal fertig ist mit der Vorbereitung von diesem Run hier, kann man tatsächlich eines Tages Rocco herausfordern, und das ist jetzt der Bodengesteins-Arena-Leiter, der alle Attacken von Karpador eiskalt resistieren kann. Also, selbst wenn ich hier schon Dreschflegel hätte, würde das auch wegresistiert werden. Und ja, ich bin jetzt zunächst mal angetreten, einfach nur über Tackle, und wurde komplett zerstört. Seht ihr meinen Schaden? Ich bin hier angetreten auf Level 23, sogar fast schon 24, und ich konnte nicht mal konstant sein verdammtes Kleinstein besiegen. Ich habe jedes Mal mit Tackle hier nur einen Strich Schaden gemacht. Und ich bin fast doppelt so hoch gelevelt. Aber wie gesagt, Freunde, Karpador hat einen Angriffsstat von nicht mal 20, also war es klar, dass ich hier definitiv wenig Schaden austeilen werde. Wie viel es dann aber wirklich war, hat mich ein wenig schockiert. Und stellenweise ist es auch möglich, dass Rocco hier einfach auf einen Egler geht, um seine Verteidigung noch weiter zu steigern, was diesen Fight hier jetzt nicht unbedingt angenehmer macht. Also, ja, es wäre möglich, Onix zu erreichen, wenn man das Ganze einige Male probieren würde. Man würde aber niemals im Leben Onix über Tackle besiegen. Wir würden sogar die AP kaum noch mitspielen, also irgendwann sind die ja auch mal leer. Dieser gesamte Fight hier ist ein absoluter Albtraum, selbst auf Level 23. Es ist aber natürlich möglich, beispielsweise im Bertania-Wald seine AP zu verbrauchen, um bei Rocco anzutreten über Verzweifler. Und wie gesagt, Freunde, naja, ab der zweiten Generation ist Verzweifler typenlos und das bedeutet, dass ich hier die Bodengesteins-Pokémon damit neutral treffen kann, für sehr, sehr viel Schaden. Und die Attacke hat sogar einen besseren Base-Damage als Tackle in dieser Generation, also, naja, mache ich jetzt sogar mehr Damage. Man muss aber natürlich bei der ganzen Sache bedenken, man frisst auch Recoil-Damage, der ist aber in der dritten Generation bei Verzweifler noch nicht allzu hoch gewesen, dementsprechend kann man das fast schon vernachlässigen in vielen Fällen, es fällt zumindest nicht zu sehr ins Gewicht. Man muss aber trotzdem bedenken, dass natürlich die Pokémon von Rocco noch ab und zu angreifen können, man wird also definitiv hart geschwächt werden, und wenn man gewinnen sollte auf diesem Level mit Verzweifler, dann im tiefen gelben Bereich, wenn nicht sogar im roten Bereich, also da ist definitiv alles möglich. Nachdem ich aber an diesem Punkt hier schon stundenlang gespielt hatte, war ich froh, dann endlich mal den ersten Orden mitnehmen zu können. Das war eine riesen Erleichterung, weil der Run konnte jetzt richtig beginnen. Um euch jetzt aber wirklich mal zu zeigen, wie absurd dieser Run hier in der Realität ist, blende ich jetzt sogar mal den Fossilien-Maniac ein im Mondberg, der normalerweise für Runs überhaupt gar keine Rolle spielt. Der hat hier einen Slimer, einen Voltoball und einen Smogon. Und all dem seine Pokémon sind gerade mal auf Level 12, also ich bin mehr als doppelt so hoch gelevelt mit Karpador. Und ich habe trotzdem diesen Fight hier mehrere Male verloren und ich habe praktisch kein Land gesehen. Das ist fast schon absurd, aber seht euch diesen Fight hier einfach mal an. Slimer kann Härtner spammen, damit seine physische Verteidigung erhöhen und dann mache ich selbst auf Level 25 hier praktisch gar keinen Damage mehr. Und es hat tatsächlich Giftwolke, was mich ergiften kann und die Attacke Aussetzer, die meinen Tackle blockiert. Und damit kann mich plötzlich einfach Slimer hier eiskalt ausstallen und ich werde dort schon mal unfassbar viel Schaden fressen. Also das Ganze sieht nicht gerade gut für mich aus.
Und dann kommen, wie gesagt, auch noch Voltoball und Smogon, die ich dann noch besiegen muss. Und die können mich beide auch noch selber angreifen, um ihn noch weiter zuzusetzen. Am Ende des Tages, muss ich sagen, habe ich ihn mit Tackle nicht gewinnen können, auch nach mehreren Versuchen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie schlecht Carpador ist im Vergleich zu anderen Challenge Runs. Also normalerweise würde ich diesen Fight hier nicht mal im Ansatz einsprechen, selbst wenn ich nicht überlevelt gewesen wäre. Der wäre ein absoluter Witz gewesen, aber bei Carpador sieht das ein bisschen anders aus. Um diesen Fight hier also letztendlich gewinnen zu können, musste ich wieder meine AP verbrauchen und mit Verzweifler antreten. Alles andere hätte vermutlich nur sehr, sehr unkonstant funktioniert. Und ich habe nach wie vor auch mit Verzweifler durchaus einiges an Schaden eingesteckt. Und natürlich habe ich jetzt auch einiges an Rückstoßschaden bekommen, als ich Verzweifler gespammt habe. Und vergiftet wurde ich von Smogon beispielsweise nach wie vor und ich habe wieder nur gewonnen im tiefen gelben Bereich. Also das Ganze hätte vielleicht sogar auch schief gehen können. Es ist kein gutes Zeichen für diesen Run, weil die Bosskämpfe werden nicht einfacher werden. Und wenn ich bei so einem Trainer hier schon Probleme habe, dann wird es echt hart. Aber dazu später mehr, dieser Run hier ist definitiv nicht wirklich leicht. Aber immerhin konnte ich jetzt den Mondberg abschließen, ohne noch weiter zu leveln. Also das wäre wirklich traurig gewesen, wenn das notwendig gewesen wäre. Und nach dem Mondberg geht es dann weiter in Azuria City mit dem Rivalen Misty. Und die sind ja beide deutlich stärker als so ein random Trainer im Mondberg. Also das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Ich wollte jetzt aber erst bei den Rivalen probieren, um zu schauen, wie weit ich da komme. Und der beginnt hier mit einem Taboga mit Sandwirbel, was leider mal wieder meine Genauigkeit senken kann. Und wenn Carpador hier nicht mehr konstant trifft, sieht es ganz bitter aus, weil selbst wenn ich jede Runde treffen sollte, mache ich wirklich wenig Schaden. Der Base Damage stimmt einfach nicht so ganz und das Taboga vom Rivalen ist hier bereits Level 17. Der ist 5 Level drüber, über beispielsweise den Fossilien-Maniac und das macht sich leider extrem bemerkbar. Und selbst wenn ich hier über Verzweifler antreten sollte, was ja mehr Base Damage hat, naja, wird das Ganze kaum was ändern, einfach deswegen, weil ich einen Rückstoßschaden einstecke, also, naja, extrem vorgeschwächt werde, und krasser Damage wäre das nach wie vor nicht. Und sein zweites Pokémon ist dann sofort sein Bisasam, was er instant einwechselt, weil das sehr effektiv angreifen kann, und wenn mich das attackieren sollte mit Rasierblatt, dann bin ich sofort besiegt, und One-Shotten werde ich das nicht mal ansatzweise. Ich wusste also, ich muss auf jeden Fall zunächst mal Misty probieren in der Wasserarena, um zu schauen, ob ich dort vielleicht eine Chance habe. Und hier habe ich halt einen großen Vorteil, und zwar kann Carpador eiskalt sämtliche Wasserattacken resistieren. Was zunächst mal ein guter Grundstein ist für diesen Fight hier, bei Wasserattacken nutzt Misty wirklich, wirklich gerne. Das Problem ist nur, die gute Misty hat in diesem Spiel hier einige heftige Upgrades bekommen, und zwar kann beispielsweise ihr Sterndu leider die Attacke Genesung. Und das ist halt ein ziemlicher Albtraum. Wenn sich dieses Sterndu permanent gegenheilen kann, dann mache ich dem einfach keinen Damage. Es spielt absolut keine Rolle, wie oft ich das angreife. Es wird immer wieder früher oder später bei vollen KP landen. Und selbst wenn ich ständig kritten würde oder so, sieht es ziemlich, ziemlich düster aus. Weil nach dem Sterndu kommt ja auch noch Starmie, was einfach nur Sterndu in deutlich, deutlich besser ist auf einem höheren Level. Dagegen habe ich nicht mal im Ansatz eine Chance. Und auch hier könnte ich theoretisch wieder antreten über Verzweifler, was ja halt ein bisschen mehr Base Damage hat, aber das würde keinen Unterschied machen. Ich hätte trotzdem keine Chance in dieser Arena. Und mir war klar, ich muss definitiv leveln, wenn ich bei dem Spiel hier noch ein bisschen mehr erreichen möchte. Und ich bin dann auf Level 30 gegangen, um den Rivalen nochmal rauszufordern und habe währenddessen die Attacke Dreschflegel gelernt, die mehr Schaden machen kann, wenn ich wenig KP habe. Wenn ich nämlich beispielsweise auf ungefähr 4% Leben bin oder weniger, dann hat die Attacke einen Basisschaden von 200, was wirklich, wirklich gut ist und die Attacke ist halt ebenfalls ein Normalangriff. Ich wollte den Kampf aber erstmal wieder über Tackle probieren und ich muss sagen, ich habe dann einen Run bekommen, der richtig stark war. Ich wurde hier nur einmal von Sandwirbel getroffen von Taboga und ansonsten nur von recht schwachen Attacken, die ich mittlerweile recht gut wegstecken konnte, weil ich halt ein etwas besseres Level hatte. Und da Bisasam dann nicht die Killrange gesehen hat mit einem Rasierblatt, ist es halt eher auf die Puderattacken gegangen, also Giftpuder und Schlafpuder, und hat zweimal damit gemisst, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber naja, so kann es halt manchmal kommen. Und ich habe trotzdem Sandwirbel all meine Tackle getroffen. Und plötzlich war dieser Fight hier auf Level 30 sehr gut gewinnbar. Man muss sich aber vorstellen, wie viel unwahrscheinlicher das gewesen wäre, auf Level 25 so einen Versuch zu bekommen. Also praktisch utopisch, das wäre einfach nicht passiert. Ich hatte ja bei Level 25 deutlich weniger Bulk und noch weniger Angriffskraft und es hat sich schon bemerkbar gemacht, aber gut. Als ich dann Bisasam besiegt hatte, kamen nur noch Abra und Radfratz rein und die konnten mich beide nicht mehr aufhalten, weil ich an diesem Punkt hier noch fast gar keinen Schaden gefressen hatte. War schon heftig, aber ich habe dann auf Level 30 gewonnen. Als ich dann aber ebenfalls auf Level 30 zu Misty gegangen bin, habe ich dort praktisch gar keine Veränderung gespürt, also das war schon ziemlich traurig. Ich habe nach wie vor versucht, mit Tackle hier ihr Sterndu anzugreifen,
aber es hält sich einfach permanent gegen und du kannst dem Pokémon keinen konstanten Schaden zufügen, auch mit ein paar Level-Ups mehr. Es reicht einfach nicht aus. Und auch Verzweifler beispielsweise würde bei diesem Kampf hier wie gesagt gar nichts bringen, weil es kommt ja auch noch Starmie, was deutlich gefährlicher ist und an dem Punkt war klar, ich muss Dreschflegel einsetzen und zumindest versuchen damit zu gewinnen. Und das habe ich jetzt auch getan. Es ist natürlich möglich, sich vor dem Kampf so zu schädigen, dass man beispielsweise mit einem KP in den Kampf geht und das habe ich jetzt bei Misty gemacht und Überraschung, mit dem 200er Base Dreschflegel konnte ich Sterno One-Shotten und Starmie mit Crit One-Shotten. Aber wichtig, Freunde, ein Crit war hier notwendig, obwohl ich auf Level 30 war und Dreschflegel 200er Base hat. Die Attacke ist kein Allheilmittel. Damit kann ich zwar vieles im One-Shot besiegen, aber durch den schlechten Angriffswert von Carpador reicht es halt manchmal nicht. Und wenn es mal nicht reichen sollte, dann braucht es nur einen Angriff vom Gegner, damit Carpador zugrunde geht. Also diese Strategie hier ist extrem anfällig. Wer jetzt allerdings denken sollte, dass wir sofort zu Major Bob gehen können, weil der Rivale auf der MSN mal wieder komplett geschenkt ist, wie in so vielen Challenge Runs, der hat sich komplett geschnitten, einfach deswegen, weil Carpador dermaßen schwach ist, dass bereits kleinste Upgrades beim Rivalen zu riesigen Problemen führen können. Er hat nämlich hier nicht allzu viele Level-Ups dazu bekommen, das ist ja generell das Problem vom MSN-Rivalen-Fight, aber einige seiner Pokémon haben sich entwickelt. Und deswegen hat er jetzt beispielsweise ein verdammtes Bisa-Knosp. Und das ist durchaus eine heftige Ansage. Weil das sorgt leider dafür, dass ich durch Pflanzenattacken noch mehr Schaden fresse und das macht diesen Kampf hier wieder sehr viel unkonstanter. Ich kann zwar Tauboga mal wieder über Tackle besiegen, ich muss mich aber wieder darauf einstellen, einige Male Sandwirbel abzubekommen und vorgeschwächt zu werden und da kommt das verdammte Bisa-Knosp rein und spammt Rankenhieb für unfassbar viel Damage oder, naja, auch mal wieder Schlafpuder. Und es hält jetzt halt auch einfach ein bisschen mehr aus, das bedeutet Tackle ist wieder deutlich schlechter geworden. Mir war klar, ich muss hier jetzt antreten über Dreschflegel, wenn ich hier eine Chance haben möchte. Aber Überraschung, Freunde, sein Tauboga hat Quick Attack und besiegt mich, bevor ich Dreschflegel einsetzen kann. Das sieht ziemlich bitter aus. Und dann dachte ich mir, okay, ich trickse dieses Tauboga eiskalt aus und gehe mit ungefähr 9 KP in den Kampf und dann bin ich halt ranged durch Quick Attack, Tauboga wird es nach wie vor ab und zu einsetzen und dann wird es mich vor meinem Dreschflegel in die perfekte KP-Range schauen, damit ich den maximalen Schaden drücke. Und dann kann ich anfangen, diesen Kampf hier zu sweepen. Der Haken ist nur, dass diese Strategie hier nur zu einem gewissen Grad funktioniert. Bisa-Knosp beispielsweise kann ich dann mit maximalem Schaden angreifen und natürlich auch outspeeden, weil die Init von meinem Carpador, die ist ja ziemlich krass on point. Aber irgendwann kommt Radikal rein und hat auch Quick Attack und wird mich damit immer finishen. Es sieht also richtig bitter aus. Am Ende des Tages habe ich für diesen Fight hier keine bessere Lösung gefunden, als auf Level 37 zu gehen. Und ja, das wirkt erstmal ziemlich drastisch, aber ich habe einfach keine anderen Möglichkeiten. Auf Level 32 war dieser Fight hier unglaublich unkonstant und dass man das schafft mit einem Carpador ist schon sehr unrealistisch. Denn selbst auf Level 37 war es immer noch nicht gerade leicht. Ich bin ständig zerschellt an Schlafpuder von halt dem verdammten Bisa-Knosp, weil ich einfach nicht mehr aufgewacht bin oder, ja, ich wurde stellenweise weggecrittet, ich habe nicht mehr getroffen wegen den Sandwirbeln und, das ist ziemlich furchtbar. Am Ende des Tages muss man ja also reingehen auf Level 37 mit vollen KP, anfangen Tackle zu spammen und dann muss man hoffen, irgendwann in eine KP-Range zu kommen, naja, die noch aushaltbar ist, also wodurch man nicht One-Shot ist über Quick Attack von Radikal hinten im Kampf, die aber dafür sorgt, dass man mehr Schaden macht über Dreschflegel, als man mit Tackle verursachen würde. Und dann ist dieser Fight hier gewinnbar. Es ist schon krass, wie komplex ein Carpador-Run werden kann, bei dem man quasi nur 3 oder 4 verschiedene Attacken einsetzen kann, je nachdem, ob man Verzweifler dazu rechnet oder nicht, aber wenn man halt das Ganze auf dem minimalen Level schaffen möchte, kann es schon zu einer eigenen Wissenschaft werden. Wie auch immer, auf Level 37 habe ich den Rivalen auf der MSN endlich klatschen können und es ging endlich weiter mit der dritten Arena. Ist aber schon heftig, dass ich hier schon fast auf Level 40 gehen musste, also das muss praktisch kein Challenge-Run-Pokémon, da ist Carpador schon sehr schlecht davon gekommen, muss man sagen. Und hätte ich die Attacke Dreschflegel beispielsweise nicht gehabt, hätte das Ganze doch mal viel furchtbarer ausgesehen. Und wer jetzt denken sollte, Major Bob ist kein Problem, einfach deswegen, bei dem seine Pokémon nicht so viel aushalten, der hat sich leider ebenfalls getäuscht, weil der hat auch mal wieder auf 2 Pokémon Quick Attack. Das heißt, ich muss auch hier mal wieder antreten mit vollen KP und der Attacke Tackle zu beginnen, was ziemlich furchtbar ist, weil ich habe halt Schwäche in der Arena und jede Elektroattacke kann mich sehr effektiv treffen. Ich muss sagen, dieser Fight hier ist sehr nervig, weil man wird ständig paralysiert und man muss genau aufpassen auf seine KP-Range. Ich kann Gott sei Dank verkünden, dass das Pikachu nicht immer Quick Attack einsetzen wird, wenn man gerade in der Kill-Range ist. Ich weiß nicht wieso, aber das ist einfach so.
Das Raichu allerdings hat bei mir immer Quick Attack gemacht, also naja, muss ich bei dieser vollen KP-Strat bleiben und einfach hoffen, dass ich mit sehr gesunden KP bei Raichu ankomme, damit ich halt nicht in Quick Attack Range bin. Und da musste ich beten, dass mich Raichu perfekt in die KP-Range haut, dass mein Dreschpflege, den ich im Voraus einsetze, dann zu einem One-Shot genügt. Und das kann stellenweise funktionieren. Es ist aber natürlich nicht immer der Fall. Dieser Fight hier ist komplett RNG und es gibt eigentlich keine wirklich bessere Taktik. Und dadurch, dass man auch stellenweise paralysiert werden kann, macht das diesen Fight hier nicht unbedingt einfacher. Es ist halt ganz so wichtig, nicht zu viel Schaden zu fressen bei Voltoball und Pikachu. Das wird aber nur recht selten passieren, weil natürlich werden die versuchen, auch den maximalen Schaden zu drücken, beziehungsweise mich zumindest so ein bisschen fortzuschwächen. Und dementsprechend hat sich dieser Fight hier auch mal wieder eine Weile hingezogen. Als dann aber mal die Strategie funktioniert hat, konnte ich Raichu one-shotten. Nach der dritten Arena kommt aber dann der Felstunnel und hier gibt es mal wieder einige Trainer, die ziemlich nervig sein können, weil die einfach Pokémon haben, die ich nicht vernünftig angreifen kann, aber seht einfach selbst. Es gibt hier beispielsweise einen Hiker mit zwei Kleinsteins und einem Gyarados. Und wenn ich hier beispielsweise antreten sollte über Tackle, dann mache ich einfach keinen Damage. Ich mache dann einen Strich Schaden und das war's. Ähnlich wie zu Beginn des Spiels bei Rocco. Ich wusste also, das ist keine Option. Und ja, ich hätte auch antreten können über Dreschflegel, aber auch das können Bodengesteins-Pokémon resistieren und ich hätte die nicht gewonshottet. Das bedeutet, es hätte zum Kill nicht ausgereicht und die hätten mich einfach umgebracht, bevor ich einen Kill gehabt hätte. Es sei denn, ich hätte hier auf zahllose Crits gegrindet, was aber praktisch unmöglich ist. Die einzige andere Option, die ich also hatte, war hier anzutreten über Verzweifler. Und das war nach wie vor nicht allzu konstant. Weil ich bekomme dann logischerweise, wie gesagt, jedes Mal Rückstoßschaden bei jedem einzelnen meiner Angriffe und ich werde natürlich auch mit einer typenlosen Attacke diese Bodengesteins-Pokémon hier nicht im Ansatz one-shotten. Das bedeutet, die haben noch Zeit, mich anzugreifen und wenn der Hiker hier beispielsweise gute Intensitäten bekommt, dann wird hier einfach Carpador stellenweise besiegt, lange bevor ich gewonnen habe. Und selbst in meinem siegreichen Versuch hier, wo ich wirklich gutes RNG hatte, war das Ganze noch relativ knapp, also ich bin mal wieder im tiefen gelben Bereich gelandet. Und das ist nicht der einzige Pflichttrainer im Felstunnel, der tatsächlich Bodengesteins-Pokémon hat. Also das Ganze ist schon recht anstrengend für so ein Nebengebiet. Es sind ja nicht mal Bosskämpfe. Als ich dann aber endlich in Lavandia angekommen bin, wollte ich natürlich auch mal wieder gegen meinen Rivalen kämpfen, um zu schauen, wie das Ganze so laufen wird. Man kann den Rivalenkampf zwar theoretisch aufschieben, aber probieren tue ich ihn trotzdem normalerweise bei eigentlich all meinen Challenge-Runs. Er beginnt hier mal wieder mit seinem Tauboga und das ist einfach mega nervtötend. Es wird mich praktisch immer vorschwächen. Und dementsprechend ist dieser Kampf über Tackle eigentlich nicht so wirklich probierbar. Denn egal wie gut das Ganze laufen wird, ein bisschen Schaden werde ich dort einfach nehmen. Und dann kommt früher oder später dieser Knosp rein und kann mich finishen über simple Pflanzenangriffe. Dagegen kann ich relativ wenig machen und er hat ja sogar noch drei weitere Pokémon, also das Ganze ist so leider relativ aussichtslos. Ich bin also angetreten mal wieder über Dreschflegel, weil ich wusste, okay, er hat jetzt nur noch ein Pokémon mit einer Prio-Attacke und das ist direkt das Tauboga, weil das Radikal, das hat er ja jetzt nicht mehr. Der Haken ist nur, wie ich schon zu Beginn des Runs gesagt habe, dieser Knosp beispielsweise ist hier nicht das Hauptproblem bei dem Run, auch wenn mich das sehr effektiv treffen kann. Das Hauptproblem ist sein Gyarados und sein Fukano und die hat er jetzt erstmals, weil die haben beide Bedroher und die können meinen physischen Angriff um insgesamt 2 Stufen senken und das ist eine komplette Katastrophe. Ich kann also nicht mal Gyarados konstant besiegen. Und ich wusste, dieser Fight hier, den muss ich definitiv aufschieben. Ich bin also zunächst mal zu Erika gegangen in der Pflanzenarena, um dort mein Glück zu probieren. Der Haken ist nur, ich werde auch hier mal wieder sehr effektiv angegriffen und wenn mein Dreschflegel hier nicht reichen sollte, sieht es ganz, ganz düster aus. Und generell ist ja Erika dafür bekannt, durchaus keine schwache Trainerin zu sein. Sie hat nämlich beispielsweise hier ein Satzenia, was mich komplett zerstören kann, wenn ich über Tackle antreten sollte. Da mache ich ein paar Striche Schaden und bin One-Shot über einen Gigasauger. Das war so definitiv unmöglich. Ich habe es also über Dreschflegel probiert und ich muss dazu sagen, man kann Satzenia One-Shotten über Dreschflegel. Es ist aber eine unfassbar unkonstante Range, also das passiert nur sehr, sehr selten. Und dann kann man zwar Tangela sehr konstant One-Shotten, aber ihr drittes Pokémon ist leider ein Gifloor, was man definitiv nicht One-Shotten wird, außer über einen Crit. Und diese unfassbar unwahrscheinliche Range zu bekommen gegen Satzenia in Kombination mit einem Crit gegen Gifloor, das ist dermaßen unwahrscheinlich, dass ich das Ganze ebenfalls erstmal aufgeschoben habe. Also die Pflanzenarena sah für mich leider auf diesem Level hier ziemlich aussichtslos aus. Ich habe also auch Erika zunächst mal aufgeschoben und wollte jetzt erstmal antreten gegen Giovanni in der Spielhalle. Einen weiteren Bossfight, den ich theoretisch schon probieren kann, das Problem ist nur, der hat auch mal wieder 2 Bodengesteins-Pokémon, die ich nicht vernünftig angreifen kann.
Er hat nämlich ein Onix und ein Rihorn. Und sein drittes Pokémon ist auch noch ein Kangama, was ebenfalls ziemlich krass gelevelt ist, also das Ganze sollte man auch nicht unterschätzen. Ich wusste, ich kann auch hier mal wieder nicht antreten über Tackle. Das macht einfach keinen Sinn. Da würde ich Onix beispielsweise wieder nur einen Strich Schaden machen und es würde nichts bewirken. Wenn ich über Dreschflegel antrete, kann ich Onix und Rihorn nicht one-shotten und dementsprechend ist das auch keine Option. Am Ende des Tages war ich also wieder angewiesen auf Verzweifler, aber es sah nicht wirklich gut für mich aus. Denn auch wenn ich hier mit Verzweifler typenlos antrete und Onix und Rihorn neutral treffen kann, werde ich von den beiden massiv vorgeschwächt werden. Das wird immer passieren. Ich werde nicht im Ansatz one-shotten, zumal leider auch Verzweifler physisch ist und Bodengesteins-Pokémon einfach eine gute physische Verteidigung haben, vor allem Onix. Und ja, ich werde einiges an Rückstoßschaden einstecken und die können mich ab und zu angreifen. Das ist aber nicht mal das Schlimmste, ich könnte damit leben. Aber was die Pokémon von Giovanni stellenweise auch machen, ist die Attacke Rutenschlag einzusetzen, um meine Verteidigung zu senken. Und wenn das passieren sollte, bin ich spätestens dann aufgeschmissen, wenn ich vor Kangama stehe. Bei dem Pokémon mache ich mit Verzweifler auf diesem Level hier praktisch gar keinen Damage und das hat Mega Heap, um mich komplett aus dem Leben zu nehmen. Das heißt, selbst in meinen besten Verzweiflerversuchen hatte ich nicht den Hauch einer Chance. Ich wurde also auch von diesem Boss hier komplett abgefertigt und ich habe auf diesem Level hier einfach keinen Fortschritt mehr erzielen können im gesamten Spiel. Ich wusste, ich muss mal wieder grinden. Bevor ich jetzt aber maximal nach oben gegangen bin vom Level, bin ich erstmal nur auf Level 43 gegangen, um tatsächlich Erika zu besiegen. Weil auf Level 43 war die Range gegen Zazenia jetzt sehr viel konstanter und es war jetzt einfach möglich, auf den Crit gegen Leaflord zu grinden, um zumindest mal den vierten Orden mitzunehmen. Es war mal wieder ein kleines Erfolgserlebnis, nachdem ich halt wirklich bei drei Bosskämpfen überhaupt gar kein Land gesehen hatte. Und das hat mich durchaus sehr gefreut, aber ich wusste, für die anderen beiden Bossgegner, bei denen ich nicht weiterkomme, muss ich deutlich mehr grinden, um eine Chance zu haben. Also, das stand für mich persönlich außer Frage. Um nämlich beispielsweise gegen meinen Rivalen gewinnen zu können, brauchte ich insgesamt Level 48, also nochmal 5 Level mehr. Und ich bin dann angetreten, einfach mal so über Tackle, um das Ganze auszuprobieren, und ich hatte einen wirklich sehr glücklichen Versuch. Und zwar wurde ich bei diesem Try hier nicht so sehr von Tauboga vorbelastet, und dann kam irgendwann dieser Knosp rein, und das hat mich hier einmal getroffen über Rasierblatt, aber nicht gefinisht. Das hat mich nur in den tiefen gelben Bereich gebracht und ich wusste, jetzt macht Dreschflegel auf jeden Fall mehr Schaden als Tackle schon mal und ich habe dann das genutzt. Und damit konnte ich Visaknoss finishen und als Gyarados dann reinkam, konnte ich das vorschwächen über meinen Dreschflegel. Dann hat das nur Fuchtler eingesetzt, was ziemlich lucky war. Ich konnte die Attacke überleben, Dreschflegel hat jetzt noch mehr Schaden gemacht und ich habe das weggecrittet. Und dann kam Fukano rein, hat meinen physischen Angriff hier nochmal ein wenig gesenkt, aber scheinbar hat das knapp nicht ausgereicht, um mich so schwach zu machen, dass Fukano nicht One-Shot war. Ich konnte also Fukano finishen und Kadabra hat ja keine krasse physische Verteidigung. Und ich muss rückblickend sagen, ich denke ein paar Level weiter drunter hätte das Ganze vielleicht auch funktionieren können, es wäre aber noch sehr viel unkonstanter geworden. Wie auch immer, dieser Fight hier ist ein ziemlicher Albtraum und der Rivale wird noch zahlreiche Male wiederkehren. Ich denke, den haben wir nicht das letzte Mal gesehen. Der Grund, weswegen es aber sowieso keine Rolle spielt, auf welchem Level ich hier den Rivalen schaffe, ist nach wie vor der gute Giovanni in der Spielhalle. Weil dieser Trainer hier ist einfach nicht skippbar. Ich muss den jetzt schaffen, ansonsten geht das Spiel nicht weiter und das sind keine guten Nachrichten, weil für den werde ich ein deutlich höheres Level brauchen als für den Rivalen beispielsweise. Und deswegen bin ich hier auf Level 53 gegangen. Es gab einfach keine andere Option und ich will kurz erklären, woran das liegt. Man kann Kangama nicht wirklich besiegen, wird halt einfach Verzweifler. Es bekommt davon praktisch keinen Damage, auch nicht auf Level 53. Das funktioniert nicht. Ich bin also angewiesen auf Dreschflegel. Und einige Leute werden jetzt sagen, okay, dann grinde es doch aus. Dann besieg doch Onix und auch Rihorn mit einem Crit über Dreschflegel und geh mit einem KP in den Fight. Ich muss aber dazu sagen, das geht nicht. Wenn ich nämlich bei Kangama ankomme mit einem KP, wird das Mogelhieb einsetzen. Das kann das Pokémon auch und das ist eine Prio-Attacke, die mich finisht vor dem Dreschflegel. Das bedeutet, wenn ich das verdammte Kangama besiegen möchte, über Dreschflegel, dann muss ich dort ankommen mit so vielen KP, dass mich Mogelhieb nicht finishen kann. Ich bin also angewiesen hier, mit Tackle in den Kampf zu gehen, also mit vollen AP und vollen KP. Und eins könnt ihr mir glauben, Freunde, es ist praktisch ausgeschlossen, auf einem deutlich kleineren Level Kangama zu erreichen mit einem solchen KP-Stand, wenn man diesen Kampf hier mit Tackle startet. Und deswegen habe ich Level 53 einfach gebraucht. Und auch mit Level 53 habe ich nach wie vor wirklich einige Versuche hier reingesteckt, bis das Ganze funktioniert hat. Es war immer noch nicht konstant. Dieser Fight hier ist ein absoluter Albtraum und das hier ist erst der erste Giovanni-Fight. Es kommen noch zwei weitere.
Er ist nämlich unter anderem der 8. Arena-Leiter. Das ist absolut kein gutes Zeichen für diesen Run, weil da könnte der Run hier durchaus enden bzw. einfach unmöglich werden. Bis zu genau diesem Punkt hier wäre der Run aber auch möglich gewesen in der ersten Generation, also in Rot, Blau und Gelb. Im Lavandia-Turm allerdings wäre dort Schluss, einfach deswegen, weil man Geister nicht angreifen kann. Und ja, die verbrauchen auch ihre AP nicht in der ersten Generation und es gibt halt einige Exorzismus-Trainer, die Geister gegen einen verwenden. Und selbst in Feuerrot und Blattgrün sind diese Kämpfe hier absolut unmöglich, wenn man nicht auf Verzweifler geht. Gott sei Dank ist Verzweifler hier bereits typenlos, deswegen kann ich die Geister angreifen, aber mit Tackle und Dreschflegel könnte ich ihn nicht verletzen und die PP zu stallen wäre auf diesem Level hier ein absoluter Albtraum geworden, also praktisch ausgeschlossen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ich sehr, sehr dankbar war, Verzweifler nutzen zu können. Alles andere hätte hier überhaupt nicht gut geendet für mich. Und wenn man den Lavandia-Turm dann fertig hat, geht es weiter im verdammten Silfko-Gebäude mit einem weiteren Rivalenkampf. Und der Rivale ist jetzt sehr, sehr viel stärker geworden. Und es ist generell ein großer Sprung in der Levelkurve und einer der größten Difficulty-Spikes, die ich in Pokémon jemals kennengelernt habe. Also der Rivale im Silfko-Gebäude ist fast schon unfair für einige Challenge-Runs. Ich bin hier angetreten zunächst mal über Tackle und Dreschflegel mit vollen KP und AP, um zu sehen, wie das Ganze läuft. Und ich muss sagen, ich wurde komplett in der Luft zerrissen. Das verdammte Tauboss zu Beginn des Kampfes macht schon mal sehr viel Schaden mit Flügelschlag und so weiter. Aber okay, das kann man stellenweise besiegen und irgendwann fängt ja auch an, Dreschflegel mehr Schaden zu machen als Tackle und dann ist das gut bewältigbar. Aber spätestens beim zweiten Pokémon ist dann einfach Schluss, weil das ist halt ein voll entwickeltes Bisaflor mittlerweile, was mit Pflanzenattacken spammt. Dagegen kann Carpador absolut gar nichts machen und ich wusste, dieser Fight hier wird ein absoluter Albtraum. Aber gut. Ich bin dann angetreten über Dreschflegel, um zu testen, ob das vielleicht funktionieren kann. Ich habe aber schlechte Nachrichten. Selbst wenn mich hier Quick Attack von Tauboss in die perfekte KP-Range haut, mache ich nicht genug Schaden, um Tauboss zu one-shotten. Geschweige denn Bisaflor oder später so Pokémon wie Gyarados. Ich habe nicht den Hauch einer Chance und ich wusste, ich werde jetzt vermutlich extrem leveln müssen. Bevor ich jetzt allerdings wirklich gelevelt habe, wollte ich zunächst mal Koga herausfordern in der Gift-Arena, um zu schauen, wie das vielleicht läuft. Und ja, man muss dazu sagen, die Levelkurve steigt auch hier extrem und bereits die Smogons von Koga sind auf Level 37. Das war aber, würde ich sagen, definitiv ein Versuch wert und deswegen habe ich hier einige Tries reingesteckt. Das Ding ist aber folgendes, wenn man hier antreten sollte mit Tackle und Dreschflegel, sieht es ganz, ganz düster aus. Die Pokémon von Koga halten eine ganze Menge aus und Tackle macht hier nur sehr wenig Schaden. Und die Pokémon von Koga sind unfassbar nervig. Die können nämlich Gift spreaden, die können sich stellenweise sprengen für maximalen Damage und noch viele weitere nervige Dinge tun. Dagegen kann Carpador nur sehr, sehr wenig machen. Bereits das erste Smogon zu besiegen, ist tatsächlich gar nicht mal so konstant, beziehungsweise da kann man stellenweise bereits verlieren. Und er hat noch einen Slymog, ein zweites Smogon und ein Level 43 Smogmog. Dass ich das mit Tackle und Dreschflegel nicht einfach so mal schaffen werde, das ist vermutlich eben klar. Ich bin also angetreten über Dreschflegel mit halt nur ganz, ganz wenigen KP, um zu schauen, wie das so läuft und ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich kann zwar Smogon besiegen, das ist nicht das mega Problem, aber ich mache Slymog so unfassbar wenig Damage, es ist fast schon absurd und ich wusste, jetzt werde ich massiv Level grinden müssen, das Spiel wird Carpador einfach viel zu schwer. Und ich weiß, es klingt traurig, Freunde, aber selbst als ich auf Level 70 gegangen bin, habe ich beispielsweise gegen den Rivalen nach wie vor nicht gewinnen können. Klar, ich konnte jetzt Tauboss one-shotten, aber der One-Shot gegen Bisaflor hat immer noch nicht funktioniert, nicht einmal mit Range, also nicht mal mit Glück. Ich hätte hier also einen Crit gebraucht und noch einen Crit gegen Gyarados, das Ganze ist dermaßen unkonstant, das wäre einfach nicht passiert. Und deswegen wusste ich, auch nach 16 weiteren Level-Ups, naja, wird der Rivale nicht möglich sein. Es war ein absoluter Albtraum nach wie vor. Ich habe aber zumindest halbwegs gute Nachrichten und zwar war jetzt zumindest Koga machbar. Ich habe nämlich auf Level 70 hier angefangen, zumindest mal Slymog konstant zu one-shotten und dann konnte ich zumindest hier auf den Crit grinden gegen Smogmog. Es war zwar unkonstant und ich musste extrem lange hier grinden, bis halt der Crit gegen Smogmog mal kam, es hat aber zumindest funktioniert. Und damit hatte ich nach 16 Level-Ups endlich mal wieder ein kleines Erfolgserlebnis, nachdem ich halt endlos Versuche gegrindet hatte auf Level 60 und 65, aber auf diesen kleineren Leveln habe ich einfach nichts erreichen können. Diese Kämpfe hier sind wirklich schwer mit Carpador und ich war fast schon dankbar dafür, auf Level 70 zumindest mal wieder ein kleines Erfolgserlebnis zu haben. Als ich dann aber endlich Koga besiegt hatte, wollte ich wissen, ob ich auch gewinnen kann gegen den Rivalen im Silfko-Gebäude, wenn ich auf Level 75 gehe. Und ja, Freunde, das ist tatsächlich denkbar. Es war jetzt möglich, Bisaflor mit Range zu one-shotten, zwar nicht immer, aber manchmal, und damit war es relativ konstant möglich, auf den Crit zu grinden gegen Gyarados, um das zu one-shotten ebenfalls.
Und wenn man Gyarados mal besiegt haben sollte, ist der Kampf natürlich entschieden, weil Fukano beispielsweise hält physisch nach wie vor nicht allzu viel aus, auch nach dem zweiten Bedroher nicht, und Simsala hält physisch gar nichts aus. Der Kampf ist also dann gewonnen und ich konnte das Spiel endlich fortsetzen und ich hatte die beiden Bosskämpfe geschafft, die mich so lange aufgehalten haben. Ich habe aber wirklich selten gesehen, dass ein Challenge-Pokémon so lange gehangen hat. Also ich bin hier ein Fünftel der gesamten Levelskala hochgegangen und ich habe trotzdem lange Zeit lang kein Land gesehen. Da ich aber wusste, dass Giovanni mal wieder unfassbar anstrengend werden wird im Silfko-Gebäude, wollte ich jetzt zunächst mal Pyro probieren auf der Zinnoberinsel, weil nachdem man Koga besiegt hat, kann man den herausfordern, ganz einfach deswegen, weil man durch Koga Surfer freischaltet auf der Overworld. Und deswegen habe ich diesen Kampf hier jetzt erstmal probiert, bevor ich zu Giovanni gegangen bin. Und ich kann an der Stelle schon mal sagen, es macht keinen Sinn hier anzutreten über Tackle und Dreschpflege mit vollen KP und AP. Weil Pyro wird permanent Feuersturm spammen mit praktisch all seinen Pokémon, und deswegen ist es unglaublich unwahrscheinlich, in genau der Range zu landen, dass Dreschflegel zu einer sehr starken Attacke wird. Es ist sehr viel besser, hier reinzugehen, einfach mit einem KP bzw. mit der besten KP-Range für Dreschflegel, um dann zu sweepen. Man muss aber bedenken, sowohl Fukano als auch Arcani haben Bedroher, und wenn man diesen Kampf hier gewinnen möchte, muss man Arcani wegkritten, ansonsten macht man einfach keinen Damage. Ich war aber sehr, sehr dankbar, dass ich auf Level 75 stark genug war, um zumindest das Galoppa ohne Range zu one-shotten nach einem Bedroher. Weil auf einem kleineren Level hätte das nicht funktioniert und ich hätte für diesen Fight hier noch mehr Crits gebraucht als den einen gegen Arcani und es wäre unfassbar unkonstant geworden, aber gut, so konnte ich diesen Orden hier zumindest mitnehmen. Und danach bin ich dann weitergegangen zu Giovanni, weil ich den Fight einfach nicht weiter rauszögern konnte und ja, ich muss den jetzt einfach schaffen, ansonsten geht die Story nicht weiter. Ich muss sagen, Giovanni ist ein sehr, sehr nerviger Gegner. Einfach deswegen, weil er Giftdorn hat auf seinem Nidorino und seinem Nidoqueen. Das ist eine Fähigkeit, die mir quasi eine Vergiftung geben kann, wenn ich physischen Kontakt herstellen sollte zum Pokémon zu 30%. Und wenn ich ihn mit Tackle antreten sollte, also mit meinem schwachen Angriff, um halt einfach so ein bisschen Damage schon mal zu drücken, bis mich die Pokémon des Gegners in die Dreschpflege-Range bringen, dann habe ich jedes Mal erneut die Chance, bei jedem einzelnen Tackle einfach diesen Giftdorn zu triggern für einen Instant-Lose, weil wenn ich hier vergiftet sein sollte, werde ich garantiert nicht gewinnen. Mir war also klar, wenn ich hier mit Tackle antrete, werde ich praktisch nie auch nur einen vernünftigen Versuch haben. Es ist komplett frustrierend und ja, macht sicher alles andere als Spaß. Wie auch immer, ich bin dann immer bei Kangama spätestens zerschellt. Das Blöde ist nur, mir war an dem Punkt klar, wenn ich hier mit Dreschflegel antreten sollte mit einem KP, dann kann ich ja auch jedes Mal Giftdorn triggern über Dreschflegel für einen weiteren Instant-Lose. Und das dritte Pokémon von Giovanni ist hier mal wieder ein Kangama mit Mogelhieb. Und deswegen dachte ich, dass der Giovanni-Fight hier so ein absoluter Albtraum wird. In der Praxis macht aber Kangama aus irgendeinem Grund hier tatsächlich keinen Mogelhieb. Ich weiß nicht wieso, aber ja, die KI ist manchmal merkwürdig in Game Freak Spielen und dementsprechend konnte ich hier tatsächlich gewinnen. Und das Einzige, was ich halt nach Kangama noch gebraucht habe, war ein Miss von Rihorn, der manchmal passiert, weil er gerne mal Gesteinsattacken zum Beispiel nutzt. Das heißt, dieser Fight hier war auf Level 75 gewinnbar, was mich ziemlich überrascht hat. Aber okay, Giovanni wird ja später nochmal kommen. Bevor wir allerdings zum dritten Giovanni-Fight kommen, muss ich jetzt auch noch gewinnen gegen Sabrina in der Psycho-Arena. Und da muss ich sagen, Leute, habe ich wirklich, wirklich gute Nachrichten, weil der ihre Pokémon können physisch praktisch gar nichts aushalten. Ich bin jetzt zum Testen mal reingegangen, einfach nur mit Tackle, mit vollen KP und AP wieder, um zu schauen, wie das Ganze performt. Und ich muss sagen, ich hatte einen First Try. Es war wirklich leicht. Ich meine, wenn man hier so antreten sollte, dann hat man einen riesen Vorteil. Man wird definitiv konstant Kadabra und Pantymos besiegen können, an den beiden wird man normalerweise nicht scheitern. Die werden einen aber schon mal ziemlich gut vorschwächen. Und das dritte Pokémon ist dann ein Omod. Ich fand schon immer unfassbar random, dass sie hier ein Omod hat, aber das ist ziemlich gut für mich, weil das Pokémon ist furchtbar und die Chance ist sehr groß, dass mich das einfach in der KP-Range hittet, wo Dreschflegel sehr, sehr krassen Schaden machen kann. Und dann kann ich Omod ohne große Schwierigkeiten rausnehmen und stehe irgendwann vor ihrem Ace-Pokémon und das ist ein Simsala, was physisch gar nichts aushält. Selbst nach Bedroher würde ich das wahrscheinlich one-shotten und dementsprechend war die Arena plötzlich überhaupt gar kein Problem. Also ich muss sagen, ein besseres Matchup als bei der Psycho-Arena hatte ich eigentlich den ganzen Run nicht, ganz ehrlich. Da ich aber wusste, dass ich hiernach sofort zu Giovanni muss, war mir klar, die Freude ist so von kurzer Dauer. Giovannis Team in der 8. Arena ist halt einfach ziemlich furchtbar für mich. Ich habe mal wieder ein grausames Matchup und der Trainer ist generell noch sehr viel mächtiger geworden, aber ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt, wie das Ganze gelaufen ist. Ich habe es zunächst mal probiert über Tackle. Er beginnt hier mit einem Rihorn auf Level 45 und es ist gar nicht gut. Es macht stellenweise Grimasse, um meine Init zu senken und es kann mich logischerweise extrem vorschwächen. Und es wird mich zwar früher oder später in eine Range hauen, wo Dreschflegel ganz guten Schaden machen kann, es bringt mir aber leider relativ wenig.
weil er hat auch ein Dicktree, was ziemlich schnell ist, das ist ziemlich gefährlich stellenweise nach Kimasse. Er hat unter anderem ein Nidoqueen und Nidoking, jeweils mal wieder mit Giftdorn. Und er hat noch ein Rihorn auf Level 50. Und ich kann von Glück sagen, dass das kein Rizeros ist, weil in den alten Generationen, also in Gen 1, war das doch ein Rizeros, es wurde hier genervt. Ich weiß nicht, warum das gemacht wurde, ich bin aber ziemlich dankbar, weil ein Rizeros zu brechen mit Carpador, das wäre definitiv nicht allzu leicht geworden. Wie auch immer, mit dem Tackle Try mit vollen KP und AP habe ich einfach kein Land gesehen. Ich konnte nicht mal konstant das erste Rihorn besiegen. Ich habe also logischerweise versucht, über Dreschflegel anzutreten, aber Überraschung, Freunde, selbst im schwachen Rihorn konnte ich nicht mal 50% Damage drücken, also das Ganze ist so definitiv nicht möglich gewesen auf diesem Level. Das hintere Rihorn beispielsweise ist ja noch viel, viel gefährlicher. Um diesen Kampf hier also wirklich gewinnen zu können, musste ich insgesamt auf Level 90 gehen. Und das ist wirklich überhaupt kein gutes Zeichen. Ich habe die Liga noch nicht betreten und bin jetzt schon fast am Level Cap, also viel mehr Grinding ist praktisch nicht mehr möglich. Und dieser Fight hier war nach wie vor unfassbar unkonstant. Ich brauchte nach wie vor einen Crit gegen das erste Rihorn oder einen Miss vom ersten Rihorn. Ich musste nach wie vor Glück haben, nicht von Giftdorn getroffen zu werden, von der Nidoqueen und Nidoking. Und ich brauchte wieder einen Crit oder einen Miss vom zweiten Rihorn, das hier auf Level 50 ist. All das habe ich benötigt, um diesen Fight hier für mich zu entscheiden, auf Level 90. Ich will euch an der Stelle nochmal erinnern, dass die Liga noch deutlich höher levelt als Giovanni. Und auch dort kommen mal wieder einige Bodengesteins-Pokémon vor. Also das Ganze wird definitiv nicht leichter werden und viel mehr Leveln ist praktisch nicht mehr denkbar. Dieser ganze Run hier wird also noch ziemlich hart werden. Ich war aber sehr, sehr dankbar, dass ich zumindest bei den 8 Norden mitnehmen konnte. Und ich habe sogar gute Nachrichten. Man kann theoretisch bei dem Fight hier eine Piercive-Beere tragen, um einmal Giftdorn zu negieren, was das Ganze ein klein wenig konstanter macht. Aber wirklich nur ein kleines, kleines bisschen. Bevor ich jetzt aber zur Liga gehen kann, muss ich auch noch gewinnen gegen meinen Rivalen vor der Siegestraße und er ist jetzt auch mal wieder ein gutes Stück stärker geworden und ganz wichtig, Freunde, wenn ich den hier nicht besiegen kann, sieht es ganz, ganz düster aus im Champfight, wo er nochmal stärker wird, also das muss jetzt wirklich, wirklich klappen. Ich bin wieder angetreten über Tackle mit vollen KP und vollen AP und ich würde komplett zerstört. Ich kann zwar Tauboss sehr konstant besiegen, das ist nicht wirklich die Schwierigkeit, aber ich werde dort schon mal ein bisschen vorbelastet. Wenn ich dann irgendwann vor Bisaflor stehe, muss mich das nur schief anschauen, um mich umzubringen mit einer Pflanzenattacke. Ich fresse hier so viel Damage, es ist klar, wenn ich hier nicht mit Dreschflegel reingehe, habe ich absolut nichts zu melden, wirklich überhaupt gar nichts. Ich bin also wieder reingegangen mit so ein paar KP, damit mich Tauboss hier wieder über Quick Attack manchmal in die Dreschflegel-Range bringt, damit ich Tauboss one-shotten kann. Und das hat auch wieder geklappt. Aber Bisaflor konnte ich nicht one-hitten. Ihr seht hier eine richtig gute High Range, aber das hat trotzdem nicht ausgereicht, das bedeutet Level 90 war einfach zu wenig. Denn Gyarados beispielsweise ist ja nochmal gefährlicher und er hat auch Rihorn und Co. Sein Team ist wirklich, wirklich gefährlich. Um diesen Kampf hier gewinnen zu können, brauchte ich unfassbar heftiges RNG und auch leider Level 100. Weil ja Leute, selbst auf Level 100 war Bisaflor nach wie vor nur Range. Ich konnte das nicht konstant one-shotten. Ich musste also entweder eine High Range hitten oder es musste missen oder ich musste critten. Und da musste ich bei Rihorn hoffen, dass das misst oder ich musste auch das wegcritten. Und da musste ich bei Gyarados hoffen, das wegzucritten oder dass das irgendwie versagt und mich nicht angreift. Dieser gesamte Fight hier ist lächerlich unkonstant. Wenn man aber Gyarados besiegen sollte in einem unfassbar glücklichen Run, dann ist es schaffbar, die hinteren Pokémon zu erreichen und die sind halt wieder Fukano und Simsala. Ja, und die kann man beide natürlich besiegen. Der Fight ist also dann durchaus gewinnbar. Ihr merkt aber schon, ich bin Level 100 und habe die Liga noch nicht betreten. Und der Rivale wird dann nochmal stärker werden. Und Überraschung, Freunde, der wird dann auch ein Rizeros haben. Ihr könnt euch also vorstellen, dieser Run hier wird in der Liga nochmal sehr viel härter werden. Aber okay, ich würde sagen, zur Liga kommen wir jetzt. Das Tragische bei der Liga allerdings ist folgendes. Und zwar ist die dritte Trainerin die gute Agathe. Und das ist eine Geisttrainerin mit zwei Gengars und einem Malpolo. Wenn ich die also besiegen möchte, dann muss ich zwangsweise mit Verzweifler antreten und das geht nur, wenn ich halt bei Lorelei und Bruno vorher all meine AP verbrauche. Und das ist tatsächlich unfassbar kompliziert und ich will euch jetzt erklären, warum das so ist. Der Kampf gegen Lorelei beispielsweise ist verdammt variabel und unkonstant, einfach aus folgendem Grund. Man kann ihn nicht antreten einfach so mit einem KP und Dreschflegel. Bei Liu Gong könnte man zwar one-shotten, das ist kein Thema, aber ihr Austoss kann man nicht one-shotten, auch nicht auf Level 100 mit hartem Wesen und perfekten EVs. Und es hat eine Fähigkeit, die dafür sorgen kann, dass man es nicht wegcritten kann. Das ist unmöglich.
Das bedeutet, ich bin hier angewiesen anzutreten über High Tackle. Ich darf aber auf gar keinen Fall komplett volle AP haben, weil dann habe ich so viele Platscher-AP beispielsweise, aber auch sinnlose Tackle-AP, dass ich die unmöglich verbrauchen kann, bevor ich irgendwann bei Agathe stehe. Ich muss also genau die AP-Anzahl wählen, die ich brauche, um halt gerade so Lorelei und Bruno zu besiegen. Das Ganze rauszufinden ist allerdings praktisch unmöglich, weil die AP-Anzahl, die man verbraucht bei Lorelei und Bruno, die variiert drastisch, je nachdem wie der Kampf abläuft. Das Ganze ist eine reine Einschätzungssache, aber naja, ihr seht ja hier die AP-Anzahlen, die ich gewählt habe. Es ist komplettes Chaos. Am Ende des Tages ist dieser Fight hier wirklich komplett random und es kommt noch viel, viel schlimmer. Leider können die Pokémon von Lorelei auch stellenweise auf Hagelsturm gehen und damit alles zunichte machen. Man ist mal in der guten Carpe-Range und dann kommt nächste Runde wieder Wetterschaden und man stirbt einfach. Es ist komplett bitter. Es ist aber möglich, mit ganz, ganz viel Glück und etlichem Rumprobieren manchmal Austausch mit einem KP zu besiegen. Und dann kann man logischerweise anfangen zu sweepen gegen den Rest des Teams, aber man muss bedenken, dass Crits gegen halt einfach Lamus und auch Lapras ziemlich wichtig sind, weil ansonsten wird man vermutlich noch zugrunde gehen. Borsana allerdings hält zumindest physisch nichts aus, also das ist kein Thema. Aber insgesamt muss ich sagen, ist der Kampf gegen Lorelei hier einer der schwersten gewesen im gesamten Spiel. Das ist definitiv ganz klar, weil man hier so krass auf die AP achten musste und generell so krasses RNG gebraucht hat. Und dann kommt leider Bruno und dieser Kampf hier ist auch nicht viel leichter. Hier kann ich aber festhalten, es gibt eine AP-Anzahl, die relativ sinnvoll ist, und zwar 7 Dreschflegel. Wenn man noch mehr AP hat, ist es eigentlich schon zu viel. Es ist nämlich möglich, die Onyxe zu two-shotten, wenn ein Hit davon ein Crit ist und ja, einmal muss Onyx missen über beispielsweise eine Gesteinsattacke oder das zweite Onyx kann beispielsweise auch Eisenschweif einsetzen. Und die restlichen Pokémon, also die normalen Kampf-Pokémon von Bruno, die kann man one-shotten über tatsächlich Dreschflegel. Man muss aber zwei Sachen dabei bedenken. Das Nocturne kann Tempo-Heap und wird das gerne mal einsetzen, ähnlich wie halt Mogelieb vorhin bei Kangama, aber das macht es nicht immer. Und das Machomai ist leider nur Range, also das ist nicht immer One-Hit, aber auch das kann man theoretisch critten, wenn man ganz, ganz viel Glück hat. Bei meinem siegreichen Versuch hier beispielsweise ist es so gekommen. Wie auch immer, wenn man all das beachten sollte und man hat Bruno erreicht mit genau 7 AP auf Dreschflegel und macht den Kill gegen Bruno dann genau so, dann ist es möglich Agathe zu erreichen mit 0 AP und dann kann man versuchen mit Verzweifler anzutreten. Und was soll ich euch sagen, Freunde, dieser Kampf hier ist nochmal deutlich, deutlich schlimmer als alles zuvor dagewesene kombiniert und ich mache an der Stelle wirklich keine Scherze. Sie hat einen Gengar, einen Golbat, einen Alpollo, einen Arbok und noch einen Gengar. Und diese Pokémon haben unfassbar nervige Statusangriffe. Ihr erstes Gengar beispielsweise kann bereits Konfusstrahl, Doppelteam und Toxin, was ganz sicher keine angenehme Kombination ist. Ihr Golbat kann ebenfalls Konfusstrahl, ihr Alpollo kann Fluch und Hypnose, ihr Arbok hat Bedroher als Fähigkeit, senkt also wieder meinen physischen Angriff, was quasi praktisch ein Instant-Lose ist, und es hat Kreideschrei, um meine Verteidigung zu senken, und Agathe hat einige physische Angriffe, und ihr zweites Gengar trägt eine Zitrobeere, kann sich also einmalig gegenheilen, nachdem ich bereits Bedroher-Intus habe, und dieses Pokémon hat natürlich Hypnose und auch Nachtmar, eine Art Fluch für Schlafrunden. Das Ganze ist praktisch ungewinnbar, also wirklich. Und ich kann hier wie gesagt nur antreten über Verzweifler. Die Attacke ist grausam schlecht, mit dem Angriffswert von Carpador wird sie noch schlechter und ich brauche zig Hits, um hier ansatzweise Kills zu machen. Golbat beispielsweise war nicht mal konstant 3-Shot, also das ist schon fast absurd. Und wie gesagt, bei der ganzen Sache muss man auch noch bedenken, ich hatte das perfekte Wesen und perfekte EVs mit dem idealen Investment, also was Besseres hätte man gegen Agathe auf keinen Fall wählen können, weil ich hatte ja schon kommen sehen, natürlich, dass Agathe ein Riesenproblem werden würde. Und einige Leute werden jetzt sagen, okay, benutzt doch beispielsweise die Überreste. Da muss ich aber leider sagen, ich habe schlechte Nachrichten. Die Überreste kann man in diesem Spiel hier praktisch gar nicht bekommen. Man muss dafür nämlich Folgendes tun. Man muss tatsächlich die Stellen aufsuchen, wo die Relaxos gelegen haben, die man über die Pokéflöte geweckt hat. Und da muss man halt unter diesen Stellen, wo die gelegt haben, Leftovers aufheben, was ja eigentlich kein Problem wäre. Dafür braucht man allerdings den Detektor, der halt Items findet. Normal kann man diese versteckten Items nicht aufheben. Und den Detektor kann man nur bekommen, wenn man in-game halt 30 verschiedene Pokémon gefangen hat. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass man nicht unbedingt in einem One-Pokémon-Run 30 verschiedene Pokémon fangen darf. Ich darf zwar ein paar VM-Sklaven fangen, das ist okay, weil es halt nicht anders geht, aber ja, an Überreste werde ich niemals rankommen. Und naja, selbst wenn ich Agathe besiegen würde mit Überreste, was ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht vorstellen kann, weil es wäre nach wie vor absolut utopisch,
geht die Liga danach nicht wirklich viel leichter weiter. Es kommen dann noch Siegfried und vor allem auch der Rivale in halt einfach dem Champfight. Und schaut euch hier mal ihre Teams an, die sind wirklich sehr, sehr mächtig. Der verdammte Siegfried beispielsweise hat mal wieder einen Gyarados, das ist nicht gut. Und der Rivale hat jetzt nicht nur seinen Gyarados mit Bedroher, sondern mittlerweile auch ein vollwertiges Arcani und halt auch verdammt nochmal ein Rizeros. Ich will gar nicht wissen, wie viele Hits ich bräuchte, um dieses Rizeros zu besiegen. Und ja, Leftovers würde mir bei diesen beiden Kämpfen hier absolut gar nichts bringen. Das sind reine Dreschflegel-Fights. Und selbst wenn ich dort nur critten würde, würde ich vermutlich nicht gewinnen können. Ich denke, der Run ist rein mathematisch schon überhaupt nicht schaffbar. Es ist einfach, naja, zu viel für Carpador, sagen wir es so. Der Run scheitert hier leider. Ich muss wirklich festhalten an dieser Stelle, es ist immer wieder krass zu sehen, wie weit diese Challenge-Run-Pokémon kommen, aber solche Sachen wie Carpador schaffen halt einfach nicht jedes Spiel. Es ist viel zu hart. Selbst mit so einer Attacke wie beispielsweise Dreschflegel, die einfach unfassbar mächtig werden kann, sind die Werte von Carpador einfach viel zu mies. Und wenn die Levelkurve immer weiter aufholt und ich bereits auf Level 100 bin, ist irgendwann einfach Schluss. Und eine Geisttrainerin zu besiegen, mit Tackle und Dreschflegel, ist definitiv keine angenehme Aufgabe gewesen. Aber gut. Eure Meinung zu diesem Run hier, gerne in die Kommentare, so wie immer. Ihr könnt mir gerne weitere Runs vorschlagen, auch gerne unmögliche. Ich teste alles Mögliche gerne mal aus, um zu schauen, wie weit man denn kommen würde. Und dann würde ich sagen, denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich derzeit regelmäßig live streame. Würde mich sehr freuen. Und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da. Und bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben. Von daher seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich habe schon einiges geplant. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.